Recht herzlich willkommen zur 153. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind wieder unterwegs hier, müssen jetzt an Irani oder so ähnlich retten. Gucken wir doch mal, dass wir Irani finden. Wo ist Irani, bitteschön? Martha, Gibby, da muss das Irani sein, da ist Irani. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier Set as Target nehmen wir da mal. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt die Geschwindigkeit hinkriegen, dass Irani, also die Distanz verkürzt wird, ne? Also jetzt hätte ich gerne mal das angezeigt. So, jetzt haben wir das auch. Dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir irgendwo in Flugrichtung, oder wie war das noch, ne? Da müssen wir jetzt mal rüber, dass wir den Bogen ein bisschen größer kriegen, damit wir, ja, das ist das Ziel, das ist schlecht, das ist hinter uns, da muss, da ist schon mal ein Punkt. So, dann werden wir jetzt mal gerade ein bisschen brennen und gucken, dass wir unseren Orbit, aber warte, wir sind vielleicht an der falschen Stelle, um zu brennen, ne? Das war jetzt nicht so eine tolle Idee. 93, müssen wir hier, 74. Okay, der wird trotzdem da größer. Müssen wir gerade einen Tacken machen, dass wir da mal rauskommen. Und dann müssen wir gucken, wie wir halt hier weiterkommen. Lassen wir gerade schneller vorlaufen. So, 5050 war das. Oder ist das? Ah, das sieht natürlich so aus, dass wir jetzt genau den umgekehrten Weg gehen. Wir entfernen uns von ihm. Oder? Ne, wird kleiner. Passt schon. Dachte schon, wäre umgekehrt. Ja, dann nähern wir uns ja verdammt gut schon mal an, sozusagen. Ne? Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Okay, da hinten schneiden wir einmal. Und jetzt hier. Warte mal, das ist jetzt unsere Kapsel und er ist da. Ne, ich glaube, da können wir definitiv nochmal eine Runde drehen, ne? Oder wie ist das? Auf jeden Fall, ne? Ist ja 400.000 Meter entfernt. Und wie sieht das bei der nächsten Runde dann aus? Okay, das ist auch nicht schlecht. Mir kommt es vor, als ob wir bei der nächsten Runde dann schon das Optimale hätten, oder? Kann das sein? Sieht da, wir sind... Ne, wir sind das hier, ne? Okay, aber das ist nicht schlecht, denke ich. Jetzt da nochmal vorbei und dann sehen wir, wie es weit es geht. Ich glaube, das könnte gar nicht mal so schlecht enden. Ja. Vielleicht noch eine Runde mehr machen. Aber dann wird's, wenn wir eine Runde mehr machen, dann springen wir, glaube ich, dran vorbei. Kann das sein? Dann würde ich jetzt sagen, wir machen ein bisschen kleiner den Ausflug. Wenn wir das so hinkriegen, ist die nächste Frage. Da. Und da, okay. Das ist jetzt natürlich die dürfste Stelle wahrscheinlich, die geht. Ist auch falsch rum, ne? Wie viel werden das wohl sein? Das ist die Frage. Komm, zack. Umfliegen, dann wissen wir's. Welcher sind wir jetzt? Der da. 120.000.
Ja, das ist schon nicht verkehrt hier, ne? Oder? Wir fliegen bis dahin und holen dann den rein, ne? So machen wir das. Genau. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und an der Periapsis hier, da müssen wir dann was ändern. Rot. So, wir sind gleich vorbei am Marker. Und dann sieht man, wie es dann so ist, dass in der nächsten Runde das schlecht ist. So, haben wir einfache Geschwindigkeit? Ja, das heißt, wir müssten jetzt definitiv brennen. Das war da. Kleiner werden. Ne, das ist falsch rum. Doch den anderen. Zap, da ist es. So, jetzt. So passt das? Ich glaube nicht, ne? Jetzt wandert uns auch die Periapsis weg. Nein, wir müssen jetzt aufs Ziel, denke ich mal. So war das, ne? Aber wir machen ja gerade aufs Ziel. Wir mussten auf dem Orbit, ne? Das wäre es gewesen, ne? Ja, das war wieder der Denkfehler, ne? Da war auch das. Ne, das ist wiederum der falsche. Also nochmal die andere Seite. Da. So, jetzt aber. Ich glaube, das wird jetzt auch besser dann, oder? Da haben wir einen zweiten Punkt. So, optimieren hier vorne. Jetzt hier mal, kommen wir das noch ein bisschen genauer rein. Ich glaube, jetzt ist das gut. So, dann. Ja, da ist schon nicht schlecht und hier ist noch besser, oder? Hier ist 1,6. Das müssten wir doch dann da am besten hinkriegen, denke ich mal, ne? So, dann mal ein bisschen schneller. Dann kommen wir da ja noch rein. Und Arrhenius Capsule knapp hinter uns. Wir kommen definitiv näher. Wir können, glaube ich, noch eine Schnur schneller machen. 41, 39, 37, 20, oh, 15. Da war das eben mit dem Wegwandern wieder so, ne? Jetzt wird's mehr, das ist doof. Aber dafür wird's gleich wieder weniger, oder? Genau. Deswegen ein bisschen zu schnell vielleicht. So, und da müssen wir aufpassen. 11 Kilometer. 9. Ja, das wird jetzt schon relativ nah dann. So, und ich glaube, jetzt müssen wir dann hier auf Orbit, auf Target gehen und dann uns in diese Richtung bewegen, ne? Ja. Achso, wir sind noch auf Stufe 2, deswegen geht das nicht. Einmal schon mal ausrichten. Was ist das Ziel? Ich glaube ja, ne, oder?
Wenn wir jetzt aus dem Fenster gucken, müssen wir es sehen. Ja, da ist es. Sollte also passen eigentlich. So, Geschwindigkeit zum Ziel 36. Jetzt müssen wir da noch ein bisschen reinziehen, ne? Blöd ist, dass wir wieder mal nichts sehen. Ich glaube, so ist es aber okay. Ne, ist genau falsch rum. War klar, ne? Ne, darunter. So, wir müssen die Flugbahn übereinander bringen, ne? So war das doch, oder? Ist das so? Und jetzt würde ich sagen, ist das erstmal gut, oder? Fast sehr gut sogar, oder? So, ein bisschen näher so. Vielleicht noch ein bisschen höher. Ja, ich glaube, das ist ja schon... Wo sind wir denn jetzt hier? Da sehe ich. Das ist... wir fliegen gerade weg von dem. Das ist schlecht, ne? Oder? Ne, wir kommen noch näher, sind aber schon passend ausgerichtet. So ist es, alles klar. Okay, dann müssen wir nochmal korrigieren, vielleicht gleich da in diese Richtung. Kann das sein? Ne, andersrum. Ich glaube, so müsste es sein. Ja, das ist jetzt schon nicht schlecht, denke ich. Bisschen näher kommen lassen noch. Okay. Wieder auf normaler Geschwindigkeit, ja. Sind dahin. Und dann wieder ausgleichen gleich. So ist das schon nicht schlecht. Lass mal näher kommen wieder. Okay. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nähern uns natürlich jetzt minimal nur. Wandern natürlich auch weg auf der anderen Seite. Das bedeutet, wir müssen jetzt definitiv andersrum ausrichten. Wenn wir wieder zur Flugbahn kommen, müssen wir aber auch ein bisschen schneller aufs Ziel zufliegen. Das ist das nächste, ne? Jetzt ist die Frage, ob so rum richtig dann ist. Ja. Sieht so aus. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir da auch hier hingehen können und dann passt das. Nö, das ist verkehrt. Das bedeutet definitiv, da unten runter muss ich. Dann müsste das ja sogar so sein, dass ich da... ich dahin steuere, noch besser wird, oder nicht? Das ist jetzt schlecht zu sehen, ne? Wir kriegen auf jeden Fall Licht, das ist schon mal cool. Wenn ich jetzt hier hinter bin, ne?
Nähert er sich trotzdem? Ja. Das heißt, ich mache das hier. Und dann kriege ich die Flugbahn übereinander, oder? So. So, jetzt muss es ideal sein eigentlich, ne? Jetzt müssen wir die Kiste nur einmal umdrehen und dann gleich Gegenschub leisten, damit wir nicht gegeneinander knallen. Ich hoffe, das ist so. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen das mal auspendeln. Ich weiß nicht. Ne, das war jetzt nicht unbedingt der richtige. Was ist da? Ne. Okay. So ist das schon nicht schlecht. Bisschen mehr nach da gesteuert. So, 120 Meter ist nicht viel, ne? Jetzt müssen wir gleich nur gucken, dass wir passend bremsen. Okay. Das ist okay. Jetzt hier noch hin. Ich glaube, jetzt müssen wir schon ziemlich aufs Ziel drauf. Allerdings 50 Meter langsam kommen lassen, oder wie ist das? Ja, Kapsel kommt. Sollte funktionieren, ne, oder? So, jetzt sind wir ganz langsam. 0,2 Meter. Machen wir hier noch einen kleinen Bremser rein. Okay, jetzt entfernen wir uns wahrscheinlich schon wieder. Gut, aber ich würde sagen, die Korrektur, die da noch kommen wird, die machen wir nächstes Mal oder wir können vielleicht auch schon aussteigen, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.